Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich bin ganz happy hier über dieses Gerät, weil mich friert es ein bisschen und hier kommt es schön warm raus. Ich habe letztes Jahr im Herbst in der Vorbereitung eines Seminars beim DGB Bildungswerk in München eure Broschüren in die Hand bekommen und war ziemlich beeindruckt von dem, was ihr hier so macht, und deswegen freut es mich ganz besonders, dass dann ein paar Wochen später von euch die Einladung kam zu dieser Veranstaltung. Ich habe bei solchen Gelegenheiten immer ein gewisses Lampenfieber. Zähne klappern könnte jetzt eher von der Kälte kommen. Wenn ich zu schnell reden sollte oder zu leise werde, wir haben ja hier keine Mikroanlage, oder wenn ich zu sehr in bayerischen Dialekt verfalle, dann meldet euch. Ich denke, dass ich eine gute Stunde euch ein bisschen was erzählen will über diesen Ansatz, über diese Theorie, und wir dann anschließend nach einer kurzen Pause auch gut Zeit haben, noch ein bisschen zu diskutieren. Der Rahmen, in dem so eine Veranstaltung oder so eine Beschäftigung mit dem Thema zu sehen ist, denke ich, ist in gewisser Hinsicht evident. Wir sind im fünften Jahr einer Weltwirtschaftskrise mit einer Rezession, zumindest in Teilen der Europäischen Union, mit gewaltigen Arbeitslosenzahlen bis hin zu 50% bei Jugendlichen und einer massenhaften Auswanderung von Leuten aus Süd- und Osteuropa und Irland. Die Dynamik der Kapitalverwertung, der globale Konkurrenzkampf, die Jagd nach Profiten und Extraprofiten, aber auch die mikroelektronische Revolution haben in den Zentren des Kapitalismus in West- und in Mitteleuropa, in den USA und in Japan zu dieser Massenerwerbslosigkeit und zu einer relativen Verarmung von Arbeiterklasse und Teilen der Mittelschicht geführt, während in sogenannten Schwellenländern die Industrialisierung frühkapitalistische Formen der Ausbeutung hervorbringt. Verbunden ist es mit fortschreitenden Zerstörungen von Umwelt, Wüsten breiten sich aus, Böden werden versiegelt, Wälder gerodet, Atmosphäre zerstört, und in absehbarer Zeit werden etwa 2/3 der Menschheit keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser haben. Politisch getragen werden diese ganzen Entwicklungen von autoritären Tendenzen, die die ohnehin bescheidene repräsentative Demokratie aushöhlen, bis hin zum Aufstieg von faschistischen Parteien, etwa in Ungarn oder in Griechenland, inklusive Regierungsbeteiligung, hierzulande gerne mit Begriffen wie rechtskonservativ oder rechtspopulistisch verharmlost. Und in Deutschland erleben wir einen Geheimdienst, ohne dessen Ausbildungshilfe und Finanzmittel es viele Nazi-Gruppen so nicht geben würde. Die Frage, die sich stellt, ist, was kann man dagegen tun? Ich denke, dass die Occupy-Bewegung in den USA und die Indignados in Spanien, auch der Protest und Widerstand in Griechenland und Portugal durchaus ermutigende Aspekte haben, sofern sich um direkte Aktionen handelt, um zivilen Ungehorsam, um Versuche in Alltagskämpfe einzugreifen. Also sei es jetzt Versuche, Zwangsräumungen und Zwangsversteigerungen von Häusern zu verhindern, oder solidarische Hilfe für Einwanderer, die von der Polizei schikaniert werden. Man sieht bei diesen Protesten auch nochmal die Spaltung in der EU, also Streiks bis hin zu Generalstreiks im Süden, während es bei uns eher mau ausschaut, weil der Exportweltmeister Deutschland bei einem großen regionalen Gefälle doch insgesamt immer noch genügend Ressourcen hat, um Teile der Lohnabhängigen einzubinden. Als Ausweg werden aus dem linken und globalisierungskritischen Spektrum diverse Konzepte angeboten, wobei das jetzt, was ich jetzt im Folgenden sage, nicht immer so klar voneinander abgegrenzt ist. Die Übergänge sind oft fließend. Sachen werden auch kombiniert. Es gibt zum einen Leute, die so Vorschläge haben, die in Richtung klassischer New Deal eigentlich gehen, Konjunkturprogramme, Regulierung des Kapitalismus mit gewissen Umverteilungselementen wie Vermögensabgabe, höhere Steuern für Reiche, Turbinentax bei Attac, die Umverteilen-Kampagne,
bis hin zu einer europäischen Ratingagentur, die die Euro-Memo-Gruppe vorgeschlagen hat. Bei diesen Vorschlägen aus dem linken Spektrum fragt man sich immer, inwieweit da reflektiert wird, warum so eine nachfrageorientierte Politik, die sich auf Keynes stützt, ja historisch nicht in der Lage war, dauerhaft Vollbeschäftigung und Profitmaximierung gleichzeitig zu garantieren. Zweiter Einwand für mich ist, in vielen Fällen der positive Bezug auf Europa, häufig mit einer ziemlich klaren antiamerikanischen und eurochauvinistischen Note, wo ein soziales, demokratisches, ökologisches Europa beschworen wird als politisches Projekt und gegenübergesetzt wird dem Raubtierkapitalismus, dem angeblichen in den USA. Es gibt andere Strömungen, die stärker das Thema Ökologie einbeziehen, etwa die Postwachstumsdebatte, aber auch der ziemlich bekannte David Graeber, der da erfreulicherweise immer wieder drauf beharrt, dass die Produktion von allerlei Dingen beendet werden muss, wenn man wirklich ein Leben in Muße anstrebt und eins, bei dem die ökologischen Grundlagen des Lebens erhalten bleiben sollen. Das Problem ist, dass aber gerade in diesem Spektrum eben auch viele Konzepte verbreitet sind, die eigentlich auch nur auf eine Form der Regulierung abzielen, etwa die Gemeinwohlökonomie, die der Christian Felber von Attac Österreich vorschlägt, diverse Varianten, die eigentlich alle auf so eine Art modernisierte Geld- und Bodenreform abzielen. Da gehört ein Teil der Commons-Debatte dazu, da können die Anhängerinnen der Subsistenzökonomie rein oder die Transition-Town-Bewegung, die meint, mit dem selbstbestimmten Gemüseanbau in den Hinterhöfen von Metropolen könnte man grundlegend was verändern, oder eben die Freiwirtschaft nach Silvio Gesell. Eine ganze Reihe von Linken hat die Marktwirtschaft als Alternative entdeckt. Da unterscheidet sich dann der Anarchist Graeber von der Kommunistin Wagenknecht nur dadurch, dass letztere den Ludwig Erhard auch noch als Zeugen anführt. Attraktiv sind solche Ideen, weil sie einfache Lösungen versprechen, weil sie scheinbar im Interesse aller oder fast aller sind, also wie es dann so schön heißt, eine Win-Win-Situation für alle und damit scheinbar auch Konflikte minimieren könnten. Ich denke, es besteht die Chance, dass solche Vorschläge oder auch Teile davon durchaus ein größeres Publikum finden, weil sie am Mainstream anknüpfen können, das Unbehagen in Teilen der Bevölkerung, aber auch Vorstellungen bei Globalisierungskritikern, bei Gewerkschaftern, bei Occupy kreist um ganz ähnliche Klischees, die raffenden Banker, die skrupellosen Spekulanten, die parasitären Wucherer und Heuschrecken, vorzugsweise aus den USA, die an allem schuld sein sollen. Diese Vorstellungen sind alle, also auch wenn einzelne dieser Vorstellungen vielleicht nicht per se rechts sind, sind sie doch alle nach rechts außen anschlussfähig. Die Nationalsozialisten haben das auf die Parole vom schaffenden deutschen Kapital versus dem raffenden jüdischen Kapital zusammengefasst. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, nämlich der Freiwirtschaftsbewegung von Silvio Gesell. Die organisierten Anhänger dieser Theorie sind eine winzige Minderheit, aber sie finden Resonanz in ganz verschiedenen Spektren, bei Attac, bei Occupy, in den Sozialforen, in der Umwelt- und Friedensbewegung, auch bei der Piratenpartei und einem Teil der Nazi-Szene, und sie erreichen mit ihren Tauschringen und Regionalgeldinitiativen eine gewisse Breitenwirkung, wie wir sehen werden. Ich werde ein bisschen was zum ökonomischen Ansatz der Freiwirtschaft sagen, dann auf Tauschringe und Regionalgeld eingehen und am Schluss mich mit den Braunanteilen dieser Lehre beschäftigen. Ganz klar, ich kann in so einem Vortrag manches nur anreißen. Wir können dann in der Diskussion das ein oder andere nochmal vertiefen, und wer es nochmal ganz genau wissen will mit allen Belegstellen und Quellen, für den gibt es dann hier dieses Buch auch noch käuflich zu erwerben, wo man alles nochmal schön nachlesen kann. Der Begründer dieser Theorie ist
Silvio Gesell, 1862 geboren, hat eine kaufmännische Lehre absolviert, ist dann nach Argentinien ausgewandert, wo er sich selbstständig gemacht hat. Er hat zusammen mit seinen Brüdern so eine Art Import-Export-Firma über zwei Kontinente aufgezogen. Die haben am Anfang so Zubehör für Zahnarztpraxen verkauft. Er hat dann so eine Kartonagenfirma aufgezogen in Argentinien und am Schluss hat die Familie in Südamerika so Möbel und Kleidung für Babys und Kinder hergestellt, sodass der Name Gesell, im Spanischen Gesell, in Argentinien so eine ähnliche Bedeutung hat, so wie Tempotaschentücher für Papiertaschentücher bei uns oder Überkinger für Sprudelwasser. Also der Name ist in Argentinien bekannt und ein Sohn von Silvio Gesell hat in der Nähe von Buenos Aires auch so eine Siedlung begründet, die Villa Gesell, ursprünglich so als lebensreformerisches Refugium gedacht, vegetarisch, kein Alkohol, kein Spielzeug, kein Glücksspiel. Und inzwischen ist da draußen so ein Badeort geworden wie der Ballermann auf Mallorca, der auch ähnlich frequentiert wird von den Argentiniern. 1890 erlebt Gesell in Argentinien eine schwere Wirtschaftskrise mit und das ist für ihn der Anlass, sich mit ökonomischen Fragen zu beschäftigen. Und ein Jahr später publiziert er dann seine erste Schrift, in der eigentlich schon die wesentlichen Elemente der ganzen Theorie enthalten sind, die sich bis heute eigentlich auch nicht groß geändert haben. Er formuliert da erstmals die Idee des sogenannten rostenden Geldes, da komme ich dann nachher nochmal drauf zurück. In all seinen Schriften, in seinem ganzen politischen Wirken, muss sich Gesell stets an Marx abarbeiten, dessen Werttheorie er als Hirngespinst zurückweist. Also ganz kurz zusammengefasst, für Marx sind die menschliche Arbeitskraft und die Natur die einzigen Quellen von gesellschaftlichem Reichtum und das Schöne daran ist, dass der Mensch mehr Güter herzustellen vermag, als er zu seiner physischen Reproduktion braucht. Das ist das sogenannte Mehrprodukt als Grundlage jeder gesellschaftlichen Entwicklung, jeder Zivilisation, aber auch der Spaltung der Gesellschaft in Klassen, wobei sich die jeweils herrschenden Klassen dieses Mehrprodukt oder jedenfalls den größten Teil aneignen. Und nun ist es so, dass, sagt Marx, unter kapitalistischen Bedingungen die Arbeiter einen Lohn bekommen, der im Prinzip durch den Wert der Güter und Dienstleistungen bestimmt ist, die sie brauchen, um ihre Arbeitskraft zu erhalten, aber im Arbeitsprozess den Produkten einen Wert zusetzen, der höher ist als dieser Lohn. Und diese Differenz ist der berühmte Mehrwert, um den es im Kapital immer geht. Das ist das, was dann, wenn es vorausgesetzt, die Waren lassen sich auf dem Markt verkaufen, das heißt in Geld umwandeln, dann als Kapital akkumuliert wird. Und es ist dieser Vorgang, den Marx als Ausbeutung bezeichnet, und zwar unabhängig davon, ob die Löhne nun niedrig oder hoch sind. Und im Unterschied zu dieser Sichtweise von Ausbeutung heißt Ausbeutung bei Gesell, dass die Geldbesitzer, also jeder, der Geld hat, die Besitzer von Waren, Dienstleistungen oder Arbeitskraft erpresst, einen Zins zu zahlen. Mehrwert ist für Gesell lediglich Zins und Rente. Dementsprechend lautet auch seine Definition von Arbeiter, die ich die ihr hinter mir hier seht. Er sagt nämlich, Arbeiter ist jeder, der vom Ertrag seiner Arbeit lebt, Bauern, Handwerker, Lohnarbeiter, Künstler, Geistliche, Soldaten, Offiziere, Könige sind Arbeiter in unserem Sinne. Einen Gegensatz zu diesen Arbeitern bildet einzig und allein die Rentner, denn ihr Einkommen fließt ihnen völlig unabhängig von jeder Arbeit zu. Also Rentner sind im damaligen Sprachgebrauch Personen, die nur von ihrem Kapital, bei Gesell jetzt von ihren Zinsen leben. Und er fordert nun das Recht aller Arbeiter in seinem Sinn, also Kapitalisten, unabhängige, geistliche Könige, am gemeinsamen vollen Arbeitsertrag, also ohne Abzug von Zinsen und Renten. Er geht davon aus, dass alle Lohnabhängigen, also eine Teilgruppe seiner Arbeiter, auch alles kleine Warenproduzenten und Händler wären, die auf einem Markt ihre Erzeugnisse verkaufen. Um 1900 sah die Welt schon ganz anders aus, also muss er die Lohnarbeit
per Definition eliminieren. Und das ist jetzt hier das nächste Zitat von ihm, das ich euch präsentiere. Er behauptet nämlich, die Fabrikanten würden den Lohnabhängigen die Fabrik praktisch leihen und die würden dann umgekehrt die erzeugten Waren an den Fabrikanten verkaufen. Mit dem Ergebnis, dass er hier sagen kann, Lohn ist der Preis, den der Unternehmer für den vom Arbeiter gelieferten Waren zahlt. Waren kaufen heißt Waren tauschen. Die ganze Volkswirtschaft löst sich in einzelne Tauschgeschäfte auf und alle Begriffe Lohn, Wert, Arbeit, also Begriffe, die ja für die Marx'sche Analyse ganz wichtig sind, sind vollkommen zwecklose Umschreibungen dieser beiden Vorgänge. Und mit diesen Definitionen blendet Gesell dann im Folgenden den gesamten Bereich der Produktion komplett aus und beschäftigt sich eigentlich nur noch mit der Zirkulation von Waren. Das ist für ihn das, was im Vordergrund steht. Das Ideal ist eine Gesellschaft von lauter selbstständigen Warenproduzenten mit Geld ohne Zins. Also nochmal zusammengefasst, ich denke, dass man, wenn man es so gegenübersteht, ganz gut noch mit den Unterschied klar machen kann. Bei Marx heißt Kapitalismus Produktion, Realisierung und Akkumulation von Mehrwert. Das ist die berühmte Formel, die er dafür im Kapital entwickelt. Und bei Gesell ist Kapitalismus Zinserpressung durch Horten von Geld. Und wenn die Gesellianer von Kapitalismus sprechen, was sie ablehnen, dann meinen sie eine Wirtschaftsform, in der es Zins gibt, in der es Geld mit Zins gibt. Das ist für sie Kapitalismus und das Positive, was sie erreichen wollen, ist für sie eine Marktwirtschaft ohne Zins und Grundrente. Auf die Grundrente komme ich dann nochmal zurück. Die zentrale These von Gesell, die sich schon in dieser ersten Schrift findet, lautet, Geld könne dem Verkehr entzogen und demselben wieder zugeführt werden, wie es dem Besitzer desselben passt, ohne befürchten zu müssen, dass es faule oder verderbe. Also was er meint ist, dass Geld immer wertbeständig wäre, im Unterschied zu allen anderen Waren, die vergehen. Und weil dieses Geld angeblich wertbeständig ist, könnten die Geldbesitzer Geld horten oder damit drohen, es zu horten und dadurch die Besitzer von Waren und Dienstleistungen oder Arbeitskraft um einen Zins erpressen. Gesell sagt, die Übermacht des Geldes liegt in seiner Unverwüstlichkeit. Während alle Arbeitserzeugnisse zerfallen oder Lager- und Wartungskosten verursachen, sei der Besitzer des Geldes frei von diesem Verlust und könne dadurch Druck ausüben auf die anderen, also zwingen, ihm den Preis und Zins zu entrichten. Gesell spricht von einem Urzins, den er mit 2,5% angibt. In seinen Schriften wird dann auch einmal 1% genannt, einmal 3%. Helmut Kreuz, das ist so der wichtigste Theoretiker der Szene, so seit den späten 70er Jahren gewesen, inzwischen ein alter Mann von 90 Jahren, der hat dann manchmal 4% und manchmal 6%, also da gibt es ganz verschiedene Angaben, aber die These ist immer die gleiche, sinkt der Zins unter eine bestimmte Marge, das ist der Urzins, dann würden die Geldbesitzer das Geld aus dem Wirtschaftskreislauf entziehen, zu Hause horten und damit die gesamte Wirtschaft in Ungleichgewicht bringen. Also das ist die Grundthese, Geld wird gehortet, wenn nicht ein bestimmter Grundsatz gilt. Also hier nochmal die Zitate dazu von Helmut Kreuz auch nochmal. Geld kann zu Hause gehortet werden, löst dann Nachfrageausfälle aus und nochmal das Fazit dann, die Ursache der Ausbeutung liegt nicht im Sachvermögen, sondern im Geldvermögen, nicht in der Produktions-, sondern in der Zirkulationssphäre, also im Entziehen von Geld aus dem Wirtschaftskreislauf. Ich habe jetzt hier aus der Zeitschrift Fair Economy, der Gruppe Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung, das ist das Dezemberheft von denen, und da sieht man also im Prinzip immer das Gleiche. Das Einzige, was zählt, ist Bargeld. Sie erweitern jetzt auch auf die Beträge, die auf Girokonten stehen. Und dieses Geld würde den Besitzern eine Freiheit erlauben, die die anderen nicht haben. Wer Waren oder Arbeitskraft hat, der
sei ständig einem Wertverfall ausgesetzt, den die Geldbesitzer nicht haben. Also immer wieder die gleiche These, Geld ist wertbeständig und alles andere ist nicht wertbeständig. Und deswegen aufgrund dieser Wertstabilität könnten also alle anderen erpresst werden. Und das Ziel dann, wie bei Gesell, also ein Geld zu schaffen, das den Gütern gleichwertig gemacht wird, das Geld soll also auch in regelmäßigen Abständen an Wert verlieren. Jetzt ist es so, dass der Zins ja eigentlich keine Erfindung des Kapitalismus ist, aber da einen ganz bestimmten Stellenwert hat, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Konsumentenkrediten oder von den Zinsen, die man zahlen muss, wenn man sein Konto überzieht, fungiert der Zins als Preis für Geld, das investiert, also als Kapital eingesetzt wird, und der Schuldner leiht dieses Geld, um es als Kapital zu verwerten, um damit eben Mehrwert zu produzieren. Das ist die Formel, die Marx dafür einsetzt, sagt er, die Bank oder irgendjemand anders, der also über Kapital in Form von Geld verfügt, leiht an den industriellen Kapitalisten, der dann diesen Produktionsprozess Güter oder Dienstleistungen produziert, die mehr wert sind als der Ausgangswert. Ein Teil dieses Mehrwerts wird am Ende dann der Bank, dem Geldbesitzer in Form der Zinsen gegeben. Also soweit die Definition von Marx, und er sagt nun, dieses zinstragende Kapital, also dieses G hier in der Formel, sei die fetischartigste Form von Kapital, und zwar deswegen, weil sozusagen in den Köpfen vieler Menschen der Zusammenhang mit der Produktion unsichtbar wird. Vielen Menschen scheint es so, als hätte zinstragendes Kapital nichts mit der Produktion zu tun, sondern sei der Zins ein vom Unternehmer erpresster Tribut, und da erscheint dann auch der Unternehmer nur noch als eine Art Arbeiter, der für seine besondere Tätigkeit entlohnt wird. Also das, was Marx da über dieses fetischartigste Form des Kapitals formuliert, das trifft sich eigentlich ganz gut mit den Definitionen, die wir vorher gesehen haben, die der Gesell dann einige Jahrzehnte später entwickelt. Es sind genau diese Vorstellungen, an die die Zinslehren von Gesell oder auch von Gottfried Feder anknüpfen. Gottfried Feder war bis 1933 der wichtigste Theoretiker der NSDAP, von dem auch die Parole und der Programmpunkt von der Brechung der Zinsknechtschaft stammt. Gesell nun versucht jetzt als Ausweg folgende Weg zu gehen. Er spricht nämlich davon, man müsste einen stofflichen Umlaufzwang für Geld einführen. Er sagt, wenn die Waren faulen, vergehen, brechen, rosten, und nur wenn das Geld auch körperliche Eigenschaften besitzt und jene unangenehmen, verlustbringenden Eigenschaften der Waren aufwiegen, dann kann der Austausch schnell, sicher und billig vermittelt werden. Also die Idee ist klar, wenn alle Güter verfaulen, rosten, dann braucht man Geld, was auch verfault und rostet. Deswegen am Anfang diese Parole vom rostenden Geld. Wie er sich das vorgestellt hat, so, er schlug vor, also neues Geld auszugeben. Hier seht ihr zwei Scheine von 1913 und 1916, einmal von deutschen Anhängern und andere von Schweizern. Hier ist jeweils aufgezeichnet, was er sich vorstellt, nämlich dass diese Geldscheine praktisch jede Woche einen bestimmten Betrag schrumpfen, der Wert schwindet, der nominelle Wert schwindet. Und man müsste dann praktisch bei einer bestimmten Ausgabestelle stattdessen immer entweder so eine kleine Marke kaufen und auf die Rückseite kleben, um den Schwund auszugleichen, oder man gibt das Geld halt aus. Das ist die eigentliche Intention, dass die Leute ganz schnell das Geld wieder ausgeben. Ich finde für einen Kaufmann eine nachzuvollziehende Vorstellung, weil der will, dass die Leute möglichst schnell kommen und eben die Bude leer kaufen. Das ist bis heute eigentlich das, was die Gesellianer sozusagen als Lösung aller
aller Probleme, wirtschaftlicher Probleme, Umweltzerstörung, was auch immer an gesellschaftlichen Problemen da ist, sagen die Leute, wir brauchen nur so ein Geld und dann löst sich das alles in Wohlgefallen auf. Die INWO, die ich vorher vorgestellt habe, die nennt es Umtauschgebühr. Die haben dann mal vorgeschlagen, dass die Europäische Zentralbank regelmäßig bestimmte Geldscheine zum Umtausch aufruft, also dass die regelmäßig so eine Art Lotterie veranstalten, wo dann eine Zahl gezogen wird und wenn die Zahl ist dann praktisch die letzte Ziffer auf der Geldscheinnummer und dann müssten praktisch am nächsten Tag diese Geldscheine alle umgetauscht werden mit einem Abschlag. Das heißt, jeder, der Geldscheine in der Tasche hat, muss immer damit rechnen, dass bei der nächsten Ziehung der ein oder andere mit Schwund behaftet ist. So haben sich die das vorgestellt. Die Margaret Kennedy, eine Professorin aus Hannover, die wichtigste Propagandistin für Regionalgeld und Tauschring, nennt es Umlaufsicherungsgebühr. Treffen soll dieser Schwund, dieser Rost, also immer nur Bargeldbestände. Es gibt einige Vorschläge von der INWO, wo man dann sagt, sie würden auch Girokonten mit einbeziehen. Also es geht nicht darum, grundsätzlich Geldvermögen diesem Schwund auszusetzen, sondern wirklich, es geht immer nur um Bargeld. Ich komme da nochmal drauf zurück. Zusammenfassung, die Theorie besagt, Geld sei wertbeständig, rostet nicht, verfault nicht, während alle anderen Waren vergänglich wären. Zweitens, bei... Das eine ist die Schweizer Gruppe. Also Gesell fängt 1891 an, diese Theorie zu entwickeln, kommt dann Anfang des 20. Jahrhunderts wieder nach Europa zurück und gewinnt dort die ersten Anhänger, die dann so ab 1908, 1909 anfangen, politische Organisationen zu bilden. Und in Deutschland nennen sich die Physiokraten, deswegen heißt es dann physiokratisches Geld. Und in der Schweiz bildet sich dieser Land Freigeldbund und die entwickeln halt jetzt für die Schweizer, siehst du es hier, hast du die Franken, also auf den Schweizer Franken bezogen, daher der Unterschied, aber im Kern das System, das dahinter steckt und die Denkvorstellung ist die gleiche. Wir werden dann nachher sehen, dass unsere aktuellen Regionalgeldscheine im Prinzip so ähnlich aufgebaut sind wie das, was da vor 100 Jahren schon gemacht worden ist. Also das erste, Geld ist wertbeständig. Zweitens, bei sinkenden Zinsen, Grenzwert wird unterschiedlich angegeben, habe ich vorher schon gesagt, würden also Bargeld in solchen Mengen gehortet, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Und dritte These ist, dass das Bargeld in Form von Münzen und Geldscheinen in der Vergangenheit und bis heute die entscheidende Größe für die Wirtschaft ist. Weder Gesell noch seine Nachfolger haben je versucht, diese Grundannahmen logisch oder empirisch zu fundieren. Bei Vorträgen haben Kreuz und Kennedy und andere immer wieder folgendes Bild gemalt. Stellt euch mal vor, Geldscheine oder ein Sack Münzen wird in einen Safe gesperrt und eine Kiste Obst wird irgendwo eingesperrt. Und 5 Leute werden in den Raum gesperrt. Und nach 8 Wochen macht man den Raum auf und sieht, die Leute sind verhungert. Und man macht den Kasten auf und sieht, das Gemüse ist verfault. Und dann macht man den Tresor auf und das Geld schaut noch genauso aus wie vor 8 Wochen. Um sozusagen nochmal diese These zu illustrieren, Geld ist wertbeständig, aber alles andere verfault. Also dieses Bild ist natürlich unvollständig, weil eigentlich müsste man die Geldbesitzer zu ihrem Geldsack sperren und dann würde man sehen, dass sie nach 8 Wochen genauso mausetot sind, dann wäre das Bild wenigstens vollständig und dann würde sich eben zeigen, dass es so leicht mit dem Horten nicht ist. Geld kann durchaus an Wert verlieren durch Inflation, durch Wechselkursschwankungen im Gefolge von ökonomischen und politischen Entwicklungen in Deutschland besonders prägnant und Gesell hat es auch selber miterlebt, die Inflation von 1923, wo eben es gerade die Besitzer von Produktionsmitteln, von Fabriken, Maschinen, Rohstoffen sind, die am Ende wertmäßig kaum verlieren, während die Besitzer von nur Geld enteignet werden. Auch die zweite Annahme, Geldbesitzer würden bei niedrigen Zinsen Geld horten, ist falsch. Tatsächlich wird zwar immer wieder Kapital aus bestimmten Branchen, Sektoren, Regionen, Ländern, einzelnen Unternehmen rausgezogen. Aber völlig absurd ist die Vorstellung,
Das wären jetzt Beträge, die in Scheinen und Münzen zu Hause gehortet werden. Das wäre so, als gäbe es auf diesem Planeten unzählige Geldspeicher wie von Dagobert Duck in Entenhausen. Und selbst dort ist es ja so, in Entenhausen, dass trotz der Geldspeicher ja die Wirtschaft nicht zusammenbricht. In der Regel wird weder ein privater Sparer noch ein Unternehmer oder eine Bank Geld vergraben, im Sparstrumpf verstopfen oder unter der Matratze verstecken, sondern immer versuchen, eine Anlagemöglichkeit zu finden, weil selbst niedrige Gewinne und Zinsen immer noch besser sind als gar keine. Und also die Erfahrung lehrt, dass niedrige Zinsen, es gibt ja auch immer wieder den Versuch über Niedrigzinspolitik von Zentralbanken, dass es halt heißt, für Investoren wie Privatleute billiges Geld, um zu investieren oder ein neues Auto oder Häuser zu kaufen. Inzwischen gibt es ja sogar das Phänomen des Negativzinses für deutsche und Schweizer Bundesanleihen. Anderer Punkt ist, dass diese Theorie natürlich insofern schon immer absurder wird, als ein immer größerer Teil der von Käufen und Verkäufen ja nicht mehr mit Bargeld abgewickelt werden, sondern mit Kreditkarten, mit Online-Banking und was auch immer. Selbst der Kreuz musste dann irgendwann einräumen, dass die Bargeldmenge bezogen auf die gesamten Geldguthaben nur noch einem Anteil von 3% entspricht. Da wird dann immer gern rumgetrickst, indem zum Beispiel die Fair Economy behauptet, der Einzelhandel würde zum größten Teil immer noch bar abgewickelt, was richtig ist, aber ja nicht die gesamte Endnachfrage widerspiegelt. Diese Freiwirtschaftslehre, also diese Vorstellung, man könnte mit Hilfe eines Geldes, was in regelmäßigen Abständen abgewertet wird, also mit solchem Schwundgeld, diese Utopie ist eigentlich radikaler Marktliberalismus. Gesell verspricht zwar, dass ohne Zinsen und Grundrenten sich die Einkommen von allen erhöhen würden, aber verteilt werden soll nach dem Gesetz des Wettbewerbs, dem Tüchtigsten der höchste Arbeitsertrag, ist seine Parole. Er redet von einer Rückkehr zum Manchester-Kapitalismus ohne Rentiers und Grundeigentümer. Das schließt die Ausgrenzung von allen Menschen ein, die in dieser Logik als unproduktiv angesehen werden. Der Klaus Schmidt, ein Berliner Vertreter dieser Lehre, der sich selber als Anarchist sieht und der dort so eine Art Vorläufer des Regionalgelds, des Knochengeld 1993 mit installiert hat, sagt, die Wirtschaftsordnung, die sie anstreben, sei eine, die das eigennützige Streben der Menschen nutzt und die tüchtigen Produzenten belohnt und nicht die unproduktiven Geldverleiher, Grundeigentümer und andere Parasiten bereichert. Zitat Ende. Also hier kommen wir schon diesem schaffenden und raffenden Kapital sogar sprachlich ziemlich nahe. Solche Aversionen richten sich gegen Flüchtlinge, Erwerbslose, Behinderte, Alte und Kranke. Gesell selber sprach ausdrücklich von den Arbeitsscheuen und Bummelanten, die in seiner Utopie auf Almosen angewiesen wären, weil irgendwelche sozialstaatlichen Vorstellungen oder Regelungen hat er ausgeschlossen. Jetzt versuchen seit den 90er Jahren die Anhänger von Gesell mit Hilfe von Projekten wie Tauschringen und Regionalgeld einen größeren Kreis von Leuten anzusprechen. Also die Gruppen selber, die sozusagen diese reine Lehre vertreten, sind relativ klein. Das sind vielleicht ein paar hundert Leute, die das in Deutschland sind, die das vertreten. Und eine größere Resonanz kriegen die mit diesen Projekten. 1994 ging es in Deutschland los mit den Tauschringen. Ich habe hier mal anhand des Materials, was so zugänglich ist, versucht, so eine Statistik zu machen. Das sind keine exakten Zahlen, sondern das sind Größenordnungen. Ja? Und man kann daran sehen, dass diese Tauschringe etwa 2002 mit 350 in der Bundesrepublik so einen Höhepunkt hatten. Dann ist es etwas abgesunken, 2011 wieder leichte Zunahme. Also im Moment dürfte es etwa 230 Tauschringe geben, wobei das können Gruppen sein, die relativ aktiv sind mit vielen Tauschvorgängen. Es können aber auch, da sind sicher ein Haufen dabei, die nicht viel mehr als Postkastenadressen sind, wo tatsächlich gar nichts mehr stattfindet. Das zeigen die Daten jetzt nicht, die ich da zur Verfügung hatte. Die Vorstellung bei diesen Tauschringen, das handelt sich um Gruppen von Leuten, die untereinander Dienstleistungen und Güter
kaufen und verkaufen. Sie benutzen als Zahlungsmittel eine Fantasiewährung als Verrechnungseinheit. Für jedes Mitglied in diesen Tauschringen wird jeweils ein Konto angelegt. Und bei jedem Vorgang wird dann auf dem Konto des Käufers ein Minus und auf dem des Verkäufers ein Plus gebucht. Maßeinheit ist in der Regel die Arbeitsstunde. Also eine Arbeitsstunde, eine Einheit, oft heißen die Einheiten Talente. Und soweit handelt es sich eigentlich um ganz normale Tauschakte, wie sie sonst in der kapitalistischen Ökonomie auch üblich sind, vermittelt durch Geld, wenngleich jetzt hier Marke Eigenbau. Es gibt ein paar Besonderheiten, es ist kein offener Markt, die Teilnehmer müssen diesem Tauschring beitreten, oftmals muss man da auch eine Gebühr zahlen, dann meistens in harten Devisen, um die Zentrale zu finanzieren, die das Angebot und Nachfrage vermittelt. Früher hatten die meistens so eine Marktzeitung rausgebracht. Heute geht es natürlich über Internet. Wie ihr an der Statistik sehen könnt, man kann davon ausgehen, dass im Sommer 2002 in Deutschland ungefähr 350 solcher Tauschringe mit etwa 25.000 Beteiligten existiert haben. Das war sozusagen der Höhepunkt. Das Problem der Tauschringe, die am Anfang von den Gesellianern da mit großen Hoffnungen verbunden wurden, war von Anfang an, dass das Angebot zu gering ist. Zum Beispiel in der Schweiz, wo es das auch gibt, da hat der Talentekreis in Graubünden schon nach 2 Jahren Stagnation gemeldet, weil einige angeschlossene Biobauern sich weigerten, weiterhin Kartoffeln abzuliefern und dafür sich nur Massage- oder Esoterikangebote wie Reiki eintauschen zu können. Es gibt Schätzungen, dass in Großbritannien in diesen Tauschkreisen je Teilnehmer und Monat allenfalls im Gegenwert von 20 Euro getauscht wurde. Und die Margaret Kennedy, die ich vorher schon erwähnt habe, die hat diese Tauschringe 1991 noch als Zitat, erste Antwort auf die Übermacht der Großkonzerne gefeiert und gelangt dann nach ein paar Jahren zur Erkenntnis, dass allenfalls 1-2% des täglichen Bedarfs damit gedeckt werden können. Also nochmal zur Zusammenfassung, diese Tauschringe haben überhaupt nichts mit sowas wie Nachbarschaftshilfe, Solidarität, gegenseitiger Hilfe, was immer man sich da Schönes drunter vorstellt, und damit haben die überhaupt nichts zu tun. Das ist im Westen Taschenformat, ist es schon Manchester-Kapitalismus. Nur wer selber irgendwas einbringen kann, Arbeitsleistung oder Güter, kann überhaupt mitmachen. Im Prinzip sind kranke Leute, Behinderte, Alte, die nichts einbringen können, ausgeschlossen. Also was genau der, wie wir noch sehen werden, sozialdarwinistischen Ideologie entspricht. Der zweite Anlauf, praktische Anlauf, war das sogenannte Regionalgeld. Das erste ist der Roland in Bremen gewesen, der allerdings inzwischen keine tatsächlichen Scheine mehr austeilt oder wo man keine richtigen Scheine sich mehr eintauschen kann, wie das bei den fast allen anderen der Fall ist, sondern mit so Schecks arbeitet, die dann immer abgerechnet werden. Da sieht man, also bei den, da gibt es also Konten und man kann mit solchen Schecks dann eben in bestimmten Läden einkaufen gehen. Und wenn man da jetzt ein Guthaben auf seinem Konto am Ende hat, dann wird dieses Guthaben jeden Monat um 1% abgewertet. Also dieses Schwundprinzip, dieses rostende Geldprinzip ist da sozusagen Teil dieses Regionalgeldes. Also nach meinen Informationen haben Anfang 2012 hatte dieser Verein in Bremen und Umgebung etwa 230 Mitglieder und 100 Betriebe, wo man damit zahlen konnte mit diesen Schecks. Ich habe dann letztes Jahr im Sommer nochmal um Zahlenmaterial gebeten und daraus ist dann diese Tabelle entstanden. Da sieht man also, die Fahrer haben jetzt mit 2000 Einheiten angefangen, 2000 Roland und 2012 angeblich einen Umsatz von 400.000 Roland erzielt. Also das ist gleichbedeutend mit Euro. Das ist immer im Regelfall ist das Verhältnis von den Regios zu Euro immer 1:1. Es gibt ein paar Ausnahmen, 1:2, aber also da kann man ungefähr die Dimension sehen. Ich habe das jetzt mal umgerechnet, wenn die Angaben ungefähr stimmen, 230 Mitglieder und 100 Betriebe, dann würde das heißen, dass pro Person so um die 1.900 Roland im Jahr
umgesetzt werden. Und bei den Betrieben sind es ungefähr 4.000, also Gegenwert von 4.000 Euro pro Jahr. Wenn man es dann nochmal auf Monate umrechnet, dann sieht man, dass das eine ziemlich bescheidene Größenordnung ist. Das zweite Regionalgeldsystem in Deutschland ist der Chiemgauer, der immer wieder in der großen Presse auch positiv gewürdigt wird. Den gibt es seit 2003. Auch da ist es so, man tauscht also die Euro gegen Chiemgauer im Verhältnis 1:1. Die Scheine verlieren im Vierteljahr 2% ihres Wertes. Also das ist das typische Schwundgeldprinzip. Und da muss man dann eben jeweils bei einer Ausgabestelle so eine Marke kaufen und die dann aufkleben in jedem Vierteljahr. Also wenn man sozusagen den Schwund verhindern will, dann geht man da in die entsprechende Stelle, die der Verein eingerichtet hat, kauft dann in dem Fall für 0,02 Euro eine so eine Marke und klebt die auf oder man gibt vorher das Geld aus. Also auch da immer der Versuch, dieses Schwundgeldprinzip umzusetzen. Insgesamt existieren in Deutschland letztes Jahr 24 solcher Regionalwährungen. Ihr seht, es stagniert so ein bisschen. In der gleichen Zeit, also seit 2004, 2005, sind 10 solche Regionalgeldwährungen wieder eingegangen, mangels Beteiligung. Was ihr aus der Statistik auch nochmal sehen könnt, ist, dass die meisten dieser Systeme sich in Süddeutschland befinden, in Bayern und Baden-Württemberg. Und für alle diese Regio-Geldwährungen gilt dieses Schwundprinzip. Im Regelfall ist es so, dass man da eben 2% im Vierteljahr an Verlust hat. Dieser automatische Wertverlust der Scheine ist sozusagen der Clou, genannt Umlaufsicherung. Die Begründung entspricht der Theorie von Gesell. Geld solle nicht gehortet werden, sondern möglichst schnell umlaufen. Das heißt für das Regionalgeld, dass diejenigen, die Scheine zum Verfallsdatum in den Händen haben, dann eben in harten Euro-Devisen ausgleichen müssen. Der Chiemgauer dient aufgrund seines relativen Erfolges immer als das große Vorbild. Ich habe hier eine Statistik von 2003 bis 2011, das Neueres gibt es noch nicht. Demnach hatte der Chiemgauer 2011 fast 2500 Verbraucher und fast 600 Akzeptanzstellen, also es sind Vereine, Verbände, vor allem auch Unternehmen im Chiemgau, wo man mit diesen Scheinen zahlen konnte. Der Umtausch wird mit 1,6 Millionen Euro angegeben für 2011. Der Umsatz aller Unternehmen mit 6,2 Millionen Euro. Das sind Zahlen, von denen alle anderen Regionalgeldgruppen in Deutschland und Österreich nur träumen können. Also alle anderen sind vergleichsweise Peanuts. Jetzt muss man diese Daten mit den Gegebenheiten ins Verhältnis setzen. Das Chiemgau, das sind zwei Landkreise im Südosten von Oberbayern, gehören zu den reichsten Landkreisen in der Bundesrepublik. Ich habe mal so versucht, die Kaufkraft dagegen zu rechnen. 2011 war die durchschnittliche Kaufkraft in Deutschland bei 19.000 Euro. Man kann davon ausgehen, dass es in dieser Region wesentlich höher lag. Aber wenn man mal annimmt, nur so als kleines Rechenbeispiel, um das einordnen zu können, weil 6,2 Millionen Umsatz klingt jetzt so auf den ersten Moment irgendwie ganz beachtlich. Aber wenn man mal annimmt, der Anspruch ist ja, diese ganze Region abzudecken, diese beiden Landkreise abzudecken. Und wenn man dann bei etwa 415.000 Einwohnern mit der Kaufkraft von 19.000 Euro multipliziert, dann kommt man auf eine Gesamtkaufkraft von 7,8 Milliarden und da macht sich dann natürlich 6,2 Millionen Umsatz vergleichsweise bescheiden aus. In Wirklichkeit sind Einwohnerzahl und Kaufkraft noch etwas größer. Hier habe ich mal den Regio Südhessen, den gibt es noch nicht so lange. Da sieht man, die haben dann gerade mal 2000 Regio im Umlauf. Das ist so das, wo sich die meisten Regionalgeldinitiativen tummeln. Also von der Größenordnung her ziemlich bescheiden. Was den Gesamtumlauf betrifft, für 2011, 2012
habe ich jetzt mal hier das zusammengefasste Material, was entweder von der Regionalgeld, es gibt so einen bundesweiten Verband, der teilweise Zahlen publiziert. Es gibt einige wenige Regionalgeldinitiativen, die solche Statistiken publizieren, wie eben der Chiemgauer. Die meisten halten sich sehr zurück mit solchen Zahlenangaben. Einige haben auf meine Anfrage geantwortet, andere nicht. Und daraus ist diese Statistik entstanden. Ich habe also nur Daten von 20 solchen Regionalgeldsystemen berücksichtigen können. Und demnach dürften es 2011 etwa im Bereich von 880.000 Scheinen oder Einheiten, entspricht Euro, in der Bundesrepublik im Umlauf gewesen sein. Wobei der Chiemgauer eben mit, seht ihr ja, mit über 550.000 fast zwei Drittel bestreitet. Also daran sieht man, wie marginal die anderen sind. Wenn man nochmal sich vergegenwärtigt, dass von den 24 Systemen, inzwischen sind es glaube ich 25, es sind in Sachsen noch eins dazugekommen, dass da 12 in den reicheren Bundesländern, Bayern und Baden-Württemberg, existieren, dann sieht man schon, dass die Kritik, das wäre eine Spielerei für die akademische Mittelschicht, für eher wohlhabende Leute, durch diese Zahlen gestützt wird. Es gibt eine Studie über den Waldviertler. Das ist die größte österreichische Regionalwährung. Die kommt zu dem Ergebnis, also dieser Waldviertler ist in der Region, die ökonomisch zu denen gehört in Österreich, die eher schlecht dastehen. Und da heißt es in der Studie, Regionalgeld in einem Gebiet mit hoher Erwerbslosigkeit sei nicht optimal, weil die Liquiditätsprobleme nicht beseitigt werden könnten. Anders ausgedrückt, die Erwerbslosen haben kein Geld, ob jetzt Euro oder Waldviertler, bleibt sich ziemlich egal. Und obendrein könnten sich die Erwerbslosen die teurer produzierten regionalen Produkte oft nicht leisten. Diese Kritik, dass es so eine Spielerei für Leute mit eher mehr Geld handelt, spricht auch die Branchenverteilung. Wenn man sich das so anguckt, was die da an Unternehmen aufführen, die Regionalgeld akzeptieren, dann stellt man sehr schnell fest, dass produzierendes Gewerbe fast nicht zu finden ist. Also gelegentlich findet sich mal ein Tischler oder ein Schreiner, das ist aber schon die große Ausnahme. Der Chiemgauer deckt immerhin ein großes Spektrum des Einzelhandels ab. Bei den meisten anderen Gruppen gibt es hauptsächlich Restaurants, Cafés, Naturkostläden, Musiker, Künstler, Computerläden sind auch häufig angegeben, die dieses Regionalgeld akzeptieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier in Bremen ist, ob euch da irgendwelche Läden bekannt sind. Kennzeichnend ist der hohe Anteil von Geschäften aus dem Gesundheits- und Wellnessbereich und insbesondere aus der Esoterik-Szene. Der Regio München hatte mal eine Aura-Leserin und einen Schamanen im Angebot. Während jetzt dieses Regionalgeld in Deutschland eher so eine Spielerei ist, hat es in Argentinien während der Wirtschaftskrise von 2001, 2002 eine wesentlich größere Bedeutung gehabt. Da ist nämlich dieses System eine richtige Massenbewegung geworden. Ich habe euch am Anfang erzählt, die geografischen Bezüge, die es von Gesell nach Argentinien gibt. Jedenfalls haben sich 1995 in Buenos Aires die ersten Tauschringe etabliert, die sich auch explizit auf diese Theorie bezogen haben. Und in den nächsten Jahren haben sich die über das ganze Land ausgebreitet. In Argentinien war es so, dass sich diese Tauschringe ein bisschen anders aufgebaut sind als in Deutschland. Nämlich die Tauschringe sind ein landesweites Netzwerk und existieren vor Ort tatsächlich in Form von Märkten. Also es ist nicht ein Tausch, der jetzt zwischen Individuen am Telefon oder per E-Mail ausgehandelt wird, so wie es bei uns auch der Fall ist, sondern man musste da wirklich auf den Markt gehen und konnte dann mit einer eigenen Währung, nämlich dem Credito, einkaufen. Wie auf jedem Markt bestimmten bei diesen Tauschringmärkten Angebot und Nachfrage den Preis. Angeboten und verkauft wurden oft eher gebrauchte Sachen, also Secondhand-Sachen, gelegentlich auch fabrikneue Produkte, wenn, was in Argentinien da häufig vorkam, Arbeiter in Naturalien entlohnt wurden und dazu gab es jede Menge Dienstleistungen, Haare schneiden und so weiter und so weiter. Man schätzt, dass im Sommer 2002, also etwa auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, 10 von 36 Millionen Argentiniern völlig oder teilweise von diesem System gelebt haben.
Also das ist ganz beachtlich, fast ein Drittel der Bevölkerung in dieser extremen Situation von Arbeitslosigkeit und Verelendung versuchen also auf die Art und Weise über die Runden zu kommen oder zumindest zum Teil über die Runden zu kommen. Die argentinischen Tauschringe haben dann auch Rosten de Creditos, also Creditos mit Wertverlust ausgegeben und haben auch dann damals immer erklärt, es macht ihnen gar nichts aus, wenn irgendjemand Creditos fälscht, weil das würde sozusagen das Ganze nur vorantreiben, denn die Inflation wäre sozusagen, die dann da eintritt, würde den Schwund verstärken und damit auch die Wirtschaftstätigkeit in diesem System animieren. Im Gegensatz zu dieser Annahme führte die vermehrte Ausgabe dieser Creditos und die Ausgabe von gefälschten Creditos aber nicht zum Anstieg von produktiven Aktivitäten. Stattdessen haben Teilnehmer auf den Märkten mit knappen Gütern spekuliert, haben in Pesos im Supermarkt was eingekauft und versucht, es mit einem Aufschlag dann auf dem Kreditomarkt wieder loszukriegen. Und das Flohmarktsortiment, was größtenteils angeboten wurde, war natürlich auch völlig inadäquat in einer Situation, in der es für die Leute ums Überleben ging. Tatsächlich sind dann im Mitte 2002 gefälschte Scheine also Millionen Höhe aufgetaucht und die Folge war, dass das gesamte System einer rapiden Inflation ausgesetzt war und dann sehr schnell auch wieder zusammengebrochen ist. Also von diesen etwa 10 Millionen, die da mitgemacht haben im Sommer, sind innerhalb von Monaten nur noch 200.000 übergeblieben. Also schneller Crash. Die argentinischen Clubs hatten den Begriff der Prosumenten geprägt. Das ist eine Kombination aus Konsument und Produzent. Getreu der Vorgabe, dass der Kreditor und die Tauschringe die Nachfrage stimulieren und über die Nachfrage auch das Angebot. Ein Mitglied, was auf den Tauschring, also beim Tauschring, konsumieren wolle, müsse auch produzieren. Jeder, so die Vorgabe, muss im Club irgendwas anbieten, um Kreditos zu bekommen, mit denen er dann selber was einkaufen kann. Eigentlich erstmal ganz logisch. Die Frage ist nur, wie kommen Leute dazu, irgendwas zu verkaufen? Produktion heißt nämlich nicht Waren anbieten, sondern Waren herstellen. Nahrungsmittel, Kleider oder Medikamente. Und wenn man das tun will, dann reicht es nicht, dass man irgendwelche bunten Scheinchen in den Händen hat, sondern dann braucht man Produktionsmittel, Land, Rohstoffe, Startkapital in genügender Höhe. Und genau das waren ja die Dinge, die die Argentinier, die verarmte Bevölkerung eben nicht hatte. Interessant ist die Einschätzung, die die Journalistin Gabi Weber, die auf dem Höhepunkt dieses Systems, also im Sommer 2002, mit viel Sympathie aus Argentinien berichtet. Und da zitiert sie einen Geschäftsmann, der sagt, wenn sich die Menschen nicht mehr über die Tauschclubs ernähren könnten, würden sie alle auf die Barrikaden steigen. Und sie selber schließt daraus, die argentinische Regierung und die internationalen Finanzorganisationen sehen es mit Wohlwollen, dass sich die Armen selbst über die Runden bringen und nicht länger dem Staatshaushalt zur Last fallen. Diese Tauschringe etablieren eine informelle Wirtschaft. Da gibt es keine Steuern, die erhoben werden und da werde vom Staat auch nichts mehr erwartet. Keine Krankenkassen, keine Rente und keine Förderung von sozial Benachteiligten. Und ihr Schluss, dem man nur zustimmen kann, ist, der Staat kann sich dadurch aus der Sozialarbeit rausziehen und Finanzmittel sparen. Und insofern ist dann dieses gewaltige Tauschringsystem in Argentinien der gescheiterte Versuch einer Form von Elends-Selbstverwaltung gewesen. Ich habe jetzt euch schon erklärt, dass dieses Konzept von Freigeld, das ist ein anderer Begriff, den Gesell dann irgendwann für das statt rostenden Geld und Schwundgeld eingeführt hat. Dieses Freigeld ist zusammen mit Freihandel, das ist glaube ich relativ klar, das meint den weitgehend ungehinderten Austausch von Waren und Dienstleistungen über staatliche Grenzen weg und Freiland. Also Freiland, Freigeld und Freihandel sind sozusagen die drei Säulen, auf denen sein Konzept steht. Freiland ist glaube ich was man ein bisschen erklären muss.
Er geht davon aus, Boden ist begrenzt und so wie die Geldbesitzer arbeitsloses Einkommen durch Zins erzielen würden, so würde der Grundeigentümer von allen anderen eine Bodenrente erpressen. Und deswegen also Schwundgeld, um Zinsen zu unterlaufen. Und beim Boden wollte er Privateigentum an Boden abschaffen. Und stattdessen sollte das Land verpachtet werden, jeweils an die Meistbietenden. Also jeder, der Land bebauen möchte, sei es jetzt in Form von Landwirtschaft oder Häusern, der kann also bei so einer öffentlichen Auktion teilnehmen und sich Land pachten. Er unterstellt, dass sich dieses Freiland weltweit ausbreiten würde und dass Staaten, die sich weigern, Freiland einzuführen und weiter Monopolgewinne ermöglichen, die würden, sagt er, die Arbeitsscheuen der ganzen Welt ins Land ziehen. Alle Bummler, Sonnenbrüder und Zigeuner würden dorthin ziehen, wo man die Bodenschätze an das Ausland mit Renten belastet abgibt. Das ist natürlich Unsinn, weil diese gescholtenen Arbeitsscheuen und Bummelanten, indem sie irgendwo einwandern, deswegen ja noch lange nicht Grundeigentümer sind, das unterstellt er jetzt eigentlich, in diesem Zitat, es enthüllt eigentlich eher seine rassistische Grundhaltung. Für ihn ist die Maßgabe, dass das, was die Pachtbauern aus diesem Freiland an Gewinn ziehen, das sollte das sozusagen der Mindest- und der Höchstlohn für die Lohnabhängigen in den Fabriken werden. Er meinte, wenn in die Fabrikarbeiter zu weniger bekämen, dann könnten sie einfach Bauern werden und irgendwohin auswandern. Streik und Klassenkampf lehnte Gesell strikt ab. Er war der Meinung, dass die weißen, männlichen, europäischen Proletarier, die zu wenig Lohn bekämen, einfach auswandern sollten in herrenloses Land in Amerika, Afrika und Asien. Diese Sichtweise entsprach der kolonialistischen Zweckpropaganda um 1900, weil tatsächlich natürlich Land nirgendwo herrenlos war und Gesell selber in Argentinien wahrscheinlich noch mitbekommen haben könnte, wenn es ihn denn interessiert hat, wie das Militär die indianische Bevölkerung vertreibt, damit es dann als herrenloses Land von weißen Siedlern in Besitz genommen werden kann. Während des Ersten Weltkriegs propagierte Gesell Freiland als Belohnung für die tapferen deutschen Soldaten nach dem Sieg. Das würde die Soldaten motivieren und Deutschland unbesiegbar machen. Privatgrundbesitz kritisierte er als Entweihung des durch den Krieg geläuterten und geheiligten Begriffes Vaterland und als Quelle völkischen Verfalls. Für ihn, und da bewegt er sich jetzt ganz in diesem lebensreformerisch-rassistischen Weltbild, sagt er, der Boden sei als Gegenstand der Spekulation immer mehr verschuldet, sodass, ich zitiere jetzt, fast unser ganzes Volk heimatlos und landflüchtig werde. Bei der Zusammenballung in den großen Städten verliert das deutsche Volk sichtlich an rassischen Werten. Zentral für sein Denken und durchgängig zu finden in seinen Schriften ist die Vorstellung von einer Degeneration der Menschheit, also insbesondere der sogenannten weißen Rasse. Und er glaubt, dass das natürlich vor allen Dingen was mit der Zinswirtschaft zu tun hat. 1913 schreibt Gesell, also ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, Zitat, das Unpassende, Fehlerhafte muss aus der Gesellschaft entfernt, von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Beugen wir uns diesem brutalen Gesetz. Sein Ideal ist eine Gesellschaft von Warenbesitzern und Eigentümern, die einen ökonomischen Kampf ums Dasein ausfechten, sodass, wie er sagt, die Brut der Tüchtigeren bessere von ihren Eltern vorbereitete Lebensverhältnisse vorfindet, als die Brut der dummen, faulen, lasterhaften, schwachen und kranken. Also diese Vorstellung von der Degeneration der weißen Rasse durch die moderne Zivilisation ist eine, die um 1900 in bürgerlichen Kreisen und bis rein in die Arbeiterbewegung stark verbreitet war. Man findet es auch bei Darwin in seinem Hauptwerk schon, also er ist da durchaus nicht unschuldig. Und diese Vorstellung motivierte die eugenischen Bewegungen in Europa und Nordamerika, aber auch die Lebensreformer und einen Teil der Linken. Daraus resultierte dann bei den völkischen Gruppen und bei den Lebensreformern auch so Siedlungsprojekte, also wo man dann sagt, wir gehen aufs Land raus und bauen da Siedlungen, die völlig sich von der Stadt, von der, wo sozusagen
die Menschheit degeneriert, so wie es in dem Zitat auch kommt, in dem sich Gesell sagt, wenn sich die Leute in Städten zusammenballen, dann verlieren sie ihre rassischen Werte. Also als Gegenbewegung, man geht wieder raus aufs Land. Und diese Vorstellung von der Degeneration ist ja eine, die dann die Nationalsozialisten aufgegriffen haben und in diesen Formeln vom lebensunwerten und lebenswerten Leben gefasst haben und am Ende dann auch mit den entsprechenden mörderischen Konsequenzen. Bei Gesell ist es nun so, dass er meint, mit seiner Wirtschaftsform könnte man diese Degeneration aufhalten. Der Titel seines Hauptwerkes, das erscheint 1916 in der ersten Auflage, heißt Natürliche Wirtschaftsordnung. Und wenn er davon natürlich spricht, dann meint er nicht Ökologie oder Umweltschutz, sondern natürlich bezieht sich darauf, dass in seiner Vorstellungswelt der Kampf ums Dasein, die Höherentwicklung der Starken und die Ausmerzung der Schwachen Naturgesetz sind. Und dass dieses Naturgesetz der Auslese durch Zins- und Bodenrente als leistungslose Einkommen untergraben werden. Also er spricht dann immer wieder von den Geldbesitzern, die sich nicht diesem ökonomischen Kampf ums Dasein stellen müssten, die nur faul rumhocken und wegen ihrem vielen Geld aber trotzdem die tollsten Frauen kriegen und dann ihr minderwertiges Erbgut weitergeben. Also das ist so ein Thema, was sich so durch seine Schriften zieht. Das wollte er praktisch rückgängig machen und darum bezeichnet er auch ganz konsequent seine natürliche Wirtschaftsordnung als Rückkehr zu diesem verbesserten Manchester-Kapitalismus. Im Vorwort zu seinem Hauptwerk heißt dann auch die Auslese, also da ist jetzt wirklich die Auslese von Menschen gemeint, durch den freien von keinerlei Vorrecht, Vorrecht ist Zins- und Bodenrente, mehr gefälschten Wettstreit wird in der natürlichen Wirtschaftsordnung vollständig von der persönlichen Arbeitsleistung geleitet. Die Arbeit ist die einzige Waffe des gesitteten Menschen in seinem Kampf ums Dasein. Und da steht es jetzt außerhalb jeden Zweifels, dass der freie Wettbewerb den Tüchtigen begünstigt und seine stärkere Fortpflanzung zur Folge hat. Also die Idee ist, dass die Pacht, die die Bauern für das Freiland bezahlen, restlos an die Mütter nach der Zahl der Kinder verteilt wird, sagt Gesell, als Mutterrente. Er bezeichnet es, also Pachtgeld an die Mütter, als Rückkehr der Frau zur Landwirtschaft und dies sei die glücklichste Lösung der Frauenfrage. Die Vorrechte bei den Geschlechtern wären aufgehoben, die Grundrente als ökonomische Sicherheit würde den Frauen ein freies Wahlrecht gewähren und zwar nicht, sagt er, das inhaltsleere politische Wahlrecht, mit dem er sich nicht anfreunden konnte, sondern das große Zuchtwahlrecht, dieses wichtigste Sieb der Natur. Seiner Meinung nach sollten die Frauen, indem sie also erbbiologisch bewusst ihre Partner aussuchen, den schädlichen Einfluss der Medizin ausgleichen. Also die Rassenhygieniker um 1900 sind alle sehr kritisch gegenüber den medizinischen Fortschritten, weil sie sagen, Tuberkulose zum Beispiel trifft nur diejenigen, die sowieso erbbiologisch gesehen minderwertig sind. Und indem man da Impfungen macht, ermöglicht man es diesen Leuten zu überleben. Und das ist der Kontext, in dem auch Gesell argumentiert, wenn er vom schädlichen Einfluss der Medizin spricht und sagt, die Frauen sollten das eben durch ihre bewusste Zuchtwahl ausgleichen. So viel Krankhaftes, schreibt Gesell, der Auslesebetätigung der Natur durch die Fortpflanzung der Fehlerhaften zugeführt wird, die Natur wird es bewältigen, die ärztliche Kunst kann dann die Hochzucht nur noch verlangsamen, aber nicht mehr aufhalten. Klar ist auch, dass Gesell Empfängnisverhütung und Abtreibung ablehnt, weil sie die Auslese aus möglichst viel Menschenmaterial, so nennt er das, verhindern würde und den Naturgesetzen widerspricht. An seine männlichen Anhänger appelliert er, Physiokraten, so nennen sich seine Anhänger vor dem Ersten Weltkrieg, sorgt für die Vermehrung eurer Art, und zwar auf Kosten der anderen, jagt den Philistern, das sind Männer, die Empfängnisverhütungen betreiben oder ganz auf Sex verzichten, jagt den Philistern die Frauen ab, soweit ihr könnt, und macht es wie König August der Starke, schreibt er 1927. Also dieser August der Starke, das ist ein sächsischer Kurfürst aus dem späten 17. Jahrhundert, dem in der Überlieferung 354 Kinder angedichtet wurden.
und den er immer wieder als das große Vorbild für eine mächtige, starke Persönlichkeit anführt, die sich auch entsprechend fortpflanzt. 1927, eins seiner letzten Werke, ein Roman, Der abgebaute Staat, in dem er die Züchtung von Kraft, Gesundheit, Geist und Schönheit als gesellschaftliche Ziele benennt. Also die Vorstellung ist, dass die Frauen nicht erwerbstätig sind, sondern dass sie durch die Welt ziehen und sich immer wieder einen Partner suchen. Und sobald sie von dem schwanger sind, trennen sie sich und ziehen sich zurück in Frauenkommunen auf dem Land, um dort ihre Kinder auszutragen und die ersten Jahre bei denen zu verbringen und sich nach einiger Zeit dann wieder auf die Suche nach einem geeigneten Samenspender zu machen. Die Heldin des Romans, eine Frau Bertha, hat bereits 7 Kinder von 7 Männern. Also was er da eigentlich hat, ist so eine Art, rassenhygienische Prädestinationslehre. Also wenn jemand durch Arbeit zu Wohlstand, zu ökonomischem Reichtum kommt, dann ist es sozusagen der Ausweis seiner erbbiologischen Qualität. Und dann wissen die Frauen auch, wenn sie mit einem solchen Mann ein Kind zeugen, dass auch ihre Kinder eben erbbiologisch wertvoll sein. Und umgekehrt, ein ökonomischer Loser ist deswegen ein Loser, weil er eigentlich minderwertiges Erbmaterial hat. Solche Ideen sind von den Anhängern Gesells bis heute eigentlich nicht kritisch aufgearbeitet worden. Sie werden oft verbrämt vertreten. Die Margaret Kennedy zum Beispiel, die sagt dann, nun ja, der Silvio Gesell, der habe so eine Art Lastenausgleich für Kindererziehung vorgeschlagen. Er habe ein ausreichendes und durch keine Regierung antastbares Kindergeld verlangt und die Frauen hätten als Mütter dann den Boden selbst verwaltet. Zweites Beispiel, eine Regina Schwarz vom Kölner Netzwerk gegen Konzernherrschaft, Mitgliedsorganisation von ATTAC, die behauptet, der Gesell habe ein Entgelt für Erziehungsleistungen vorgeschlagen, um Frauen aus der ökonomischen Abhängigkeit von Männern zu befreien. Drittes Beispiel ist der Werner Onken, der ist der Herausgeber der gesammelten Werke Gesells, also einer der wichtigsten Interpreten. Letztes Jahr zum 150. Geburtstag von Gesell ist der Mann in allen möglichen Zeitungen gewesen. In der Zeit war ein Interview mit ihm drin. Also einer, der für die Szene ganz wichtig ist und der behauptet, dank Gesells Bodenreform würde die freie Liebe endlich verwirklicht, weil alle Mütter nach der Zahl ihrer Kinder ein Entgelt aus den Pachterträgen bekämen. Die vom Kapitalismus körperlich, seelisch und geistig krank gemachte Menschheit wird in einer freien, natürlichen Wirtschaftsordnung allmählich wieder gesund werden und zu einer neuen Kulturblüte aufsteigen können. Zitat Ende. Also hier seht ihr die Grundgedanken von Gesell, ohne dass man bestimmte Begriffe, die historisch belastet sind, verwendet, aber eigentlich das Gleiche ausdrückt. Die vom Kapitalismus körperlich, seelisch und geistig krank gemachte Menschheit, das ist sozusagen die alte Degenerationsthese, und der Aufstieg zur neuen Kulturblüte ist eigentlich die Hochzucht, von der Gesell immer spricht. Also auch da sieht man, dass da eigentlich sehr wenig Änderung drin ist. Ganz offen vertritt diese Menschenzuchtperspektive der schon erwähnte Klaus Schmidt. Der sagt 1989 in diesem Buch, das heißt Silvio Gesell, der Marx der Anarchisten, Fragezeichen, im Karin Kramer Verlag erschienen, glaube ich, damals ziemlich weit verbreitetes Buch, da schreibt er, immerhin ist der Gedanke einer für die Gesunderhaltung des Erbgutes und für die Evolution der menschlichen Art vorteilhaften und von den betroffenen Individuen selbstbestimmten Eugenik eine diskutable Alternative zu den auf uns zukommenden von Staat und Kapital fremdbestimmten Genmanipulationen. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, meint Schmidt, dass durch den Schutzraum der Kultur der Ausleseprozess ausgeschaltet ist. Das ist wieder die alte Degenerationsthese. Ja? Die Weißen degenerieren, weil die Zivilisation es den Schwachen ermöglicht zu überleben. Also Schmidt und dann weiter. Die Mutationen führen jedoch zu überwiegend negativen Veränderungen der menschlichen Natur, zu Domestikationserscheinungen. Also zu einer Art Verhaustierung des Menschen. Genau so mit dieser Wortwahl Verhaustierung hat es Konrad Lorenz in den 40er Jahren als Mitglied der NSDAP und Redner des rassenpolitischen Amtes der NSDAP auch formuliert. Und
Klaus Schmidt bedankt sich in diesem Buch auch ausdrücklich bei Konrad Lorenz für seine Anregungen. Was jetzt das Thema Antisemitismus betrifft, dann muss man, damit komme ich zum Schluss, ein bisschen differenzieren. Und zwar kann man zugunsten von Gesell unterstellen, dass er subjektiv Antisemitismus ablehnte. Es gibt einen Text von 1891, in dem er sagt, Zitat, die Judenhetzerei, also der Antisemitismus, ist eine kolossale Ungerechtigkeit und eine Folge einer ungerechten Einrichtung, eine Folge des heutigen Münzwesens, also Geldsystem mit Zins. Die Münzreform, gemeint ist sein Schwundgeld, macht es unmöglich, dass jemand erntet, ohne zu säen, und die Juden werden durch dieselbe gezwungen werden, die Verwertung ihrer großen geistigen Fähigkeiten nicht mehr im unfruchtbaren Schacher zu suchen, sondern in der ehrlichen Industrie. Also in diesem Abschnitt spricht er sich einerseits gegen die Judenhetzerei aus und andererseits vertritt er selber das Stereotyp des raffenden, schachernden und nicht arbeitenden Juden. Es gibt einen anderen Text von 1909, wo er nochmal sich gegen Antisemitismus ausspricht und sagt, dieses Vorurteil, dass die Juden schachern würden, das sei unsinnig. Es sei vielmehr die Reichsbank und das gegenwärtige Geldsystem, das den Schacher großzieht. Also er hat in seinen Texten, aber auch in privaten Briefen, wo er sich zum Beispiel gegen Henry Ford und dessen Antisemitismus ganz eindeutig ausspricht, hat er immer so diese Ambivalenz drin. Also er ist einerseits gegen den Antisemitismus als organisierter politischer Kraft oder als Ausdruck und auf der anderen Seite tauchen aber immer wieder solche Formulierungen auf, wo man sehen kann, er hat natürlich jede Menge Stereotypen auch im Kopf. Ja. Ein wichtiger Punkt ist, dass eine ganze Reihe von seinen engsten Anhängern und Mitarbeitern ziemlich militante Antisemiten waren. Zum Beispiel der Arzt Theophil Christen, Mitgründer des Schweizer Freiwirtschaftsbundes, das sind die, von denen ich euch am Anfang diesen Geldschein da gezeigt habe, der immer gegen Rassenmischung agitiert hat, vor allen Dingen von Schwarzen und Weißen, weil die ein, wie er es nannte, schlechtes Zuchtresultat hervorbrächten. Ganz besonders hat er sogenannte arisch-jüdische Verbindungen abgelehnt und unterstellt, es gäbe besonders viele uneheliche Kinder, die reiche jüdische Männer mit arischen Frauen zeugen würden. Und aus seiner Sicht das größte Problem daran war, dass Kinder von solchen Frauen, von späteren arischen Ehemännern, dann auch noch eine Rassenverwandtschaft mit den Juden aufweisen würden. Und er verweist auf die Hundezucht. Zitat, so kann der erste uneheliche Vater, also der jüdische Vater, dem späteren ehelichen, in Klammern gesprochen, arischen Vater die Rasse verderben. Das Verlangen des Mannes nach einer unberührten Frau entspricht daher einem durchaus zweckmäßigen, natürlichen Instinkt. Zitat Ende. Also dieser Unfug von dem Herrn Christen, nach dem bis heute ein Preis in der Schweiz benannt ist, vereint eine ganze Reihe von antisemitischen Klischees. Der reiche, sexbesessene Jude, der blonde Arier-Mädchen verführt, schwängert und obendrein rassisch gleichsam auch noch imprägniert. Weiter zu nennen wäre jetzt der Herr Weißleder, ein Bergwerksdirektor aus Sachsen-Anhalt, der eine Broschüre veröffentlicht hat, die Grundfehler unserer Wirtschaftsordnung, die in der Weimarer Republik dann eine ganz wichtige Publikation der Gesellianer war und der bereits 1917 Juden mit Bazillen gleichsetzt und sich in allerlei Gewaltfantasien hineinsteigert. Er behauptet, das zinstragende Geld sei eine Erfindung der Juden, die eine Vorliebe für Gold hätten und es genüge daher nicht, sie zu vertreiben, solange das Geld- und Bodenrecht semitischen Ursprungs gibt. Also diese Vorstellung, dass das Geld- und Bodenrecht semitischen Ursprungs sei, das war eine, die damals in der völkischen Szene ganz stark verbreitet war. Und der Einfluss der Juden könne deswegen auch nur vermindert werden, wenn man das Geldwesen im Sinne Silvio Gesells ändern würde. Zitat, jeder andere Weg, das Judentum zu bekämpfen, ist rein mechanisch und unbiologisch. Man bekämpft den Typhus nicht in der Weise, dass man die Typhusbazillen einzeln aufsucht und vernichtet. Und man vertreibt die Sumpfpflanzen nicht dadurch, dass man sie einzeln ausreißt, sondern man tötet diese feindlichen Lebewesen,
in denen man ihnen ihre Daseinsbedingungen entzieht. Schreibt er 1917 in dieser Zeitschrift Neues Leben. Das ist in der damaligen Zeit etwa ab 1916 eine der wichtigen Publikationen, in denen die völkische Fraktion der Gesellanhänger publiziert. In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts war der Japaner Yoshito Otani, der damals in Deutschland lebte, ein wichtiger Vertreter der gesellschen Theorien. In seinem Hauptwerk Untergang eines Mythos skizziert er die neuzeitliche Geschichte als eine ganz große Verschwörung. Mächtige Finanzkreise und Logen aus den USA und Großbritannien sowie jüdische Bankiers würden die Welt regieren. Sie hätten den Bolschewismus installiert und die Nazis an die Macht gebracht, um die Völker zu schwächen und selbst zu herrschen, schreibt er. Dazu stützt er sich auf die antisemitische Fälschung der Protokolle der Weisen von Zion. Er behauptet, die Deutschen wären in die beiden Weltkriege hineingelockt worden und am Zweiten Weltkrieg seien die Amerikaner schuld. Er relativiert die Shoah, indem er sie wie die NPD mit Dresden gleichsetzt und stellt den Holocaust grundsätzlich in Frage, wenn er suggeriert, die Gaskammern wären erst nach Kriegsende installiert worden. Jetzt ist es so, dass die Werke dieses Otani in den 70er und 80er Jahren und bis in die 90er Jahre hinein in der Gesellianer-Szene immer wieder angepriesen wurden, in Publikationen etwa der INWO oder auch der Gesellianer-Partei Freisoziale Union, die noch 1994 für sämtliche Werke Otanis wirbt, also zu einem Zeitpunkt, als es schon jede Menge Kritik dran gab. 2005 findet sich immer noch Werbung für Otani auf der Homepage des Homepage-Tauschring.de, das ist damals eine wichtige Homepage für diese Szene gewesen, und der Tauschring Dömark in Halle empfiehlt insbesondere den Untergang eines Mythos von Otani, also dieses Hauptwerk. Ein besonderer Otani-Fan war auch Margaret Kennedy, die sich bei ihm und seiner Verlegerin im Vorspann ihres Buches Geld ohne Zinsen und Inflation, ich zitiere, für ihre Gesamtschau und für die Hilfe in praktischen Detailfragen bedankt. Erst 2005, nach Kritik von Antifaschisten, distanziert sich Kennedy von Otani. Jetzt mal jenseits von solchen persönlichen Verbindungen und antisemitischen Äußerungen ist die wahrscheinlich wichtigere Frage die, die Freiwirtschaft als, ja, als Theorie, als Lehre betrifft. Und da, denke ich, kann man sehen, dass diese Zinslehre zumindest offen und anschlussfähig ist für antisemitische Auslegungen, weil sie, weil Gesell, genau wie sein Vorbild, der Franzose Proudhon, diesen Gegensatz zwischen einem produzierenden und einem zinsheckenden Kapital macht, also schaffendes versus raffendes Kapital, stellt. Und das Problem ist, dass es sich dabei eben nicht um ein historisches Problem handelt, weil gerade auch nach Auschwitz die Anspielungen und die Darstellungen der Freiwirtschaft sich in der Tat wie Chiffren lesen und verstehen und auch verwenden lassen. Und ich denke, die meisten von euch wissen ja auch, dass heute Nazis, Islamisten, aber auch Pseudolinke gern von der Herrschaft der Wall Street oder der amerikanischen Ostküste sprechen, wenn sie eigentlich sagen wollen, die Juden regieren die Welt. Und gerade im Zuge der sogenannten Euro-Krise sind solche Verschwörungstheorien besonders populär. Ich finde, dass die Theorie von Gesell, wenn man sie überhaupt als Theorie bezeichnen mag, sehr absurd, sehr schlicht und einfach falsch ist, dass sie aber trotzdem Attraktivität gewinnen kann, insofern ihre Vertreter so an ja, den Common Sense, das Alltagsverständnis anknüpfen können, etwa mit so einem Bierdeckel, der da auch bei der Blockupy-Demonstration in Frankfurt zum Beispiel massenhaft verteilt worden ist. Und da steht einfach, ist die Behauptung, 30% des Bierpreises würden aus Zinsen bestehen. Das ist eine ganz beliebte Argumentationsfigur, ständig zu sagen, ja eigentlich, die Bremer auf der Homepage von dem Bremer Roland Regionalgeld gab es auch mal so ein Papier, wo es hieß, also 40% aller von jedem, alles was wir kaufen, was wir zahlen müssen, wären 40% eigentlich Zinsen. Wo wir also den Geldbesitzern, den Geldmächten einen Zinstribut zahlen müssen. Ich denke, das ist genauso falsch wie diese Theorie des Zinserpressens von Gesell,
auch die Rede von den gierigen Bankern und Heuschrecken ist. Solche Vorstellungen mobilisieren Ressentiments, früher auch das gesunde Volksempfinden genannt, genauso wie Politiker und Medien, die suggerieren, Griechen seien faul oder würden zu wenig arbeiten und unser Geld verplempern, oder die hiesigen Erwerbslosen lebten in spätrömischer Dekadenz. Die knüpfen immer alle an und können auch anknüpfen an ein oberflächliches Alltagsverständnis, was sich in diesem Satz Geld regiert die Welt in gewisser Hinsicht verdichtet. Und dabei sind solche Wirtschaftskrisen, sind Spekulation und Konkurrenz, Ausbeutung und Naturzerstörung eben nicht das Ergebnis eines durchgeknallten Finanzkapitalismus, sondern ganz normale Erscheinungsformen des Kapitalismus, der nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch in Aufschwungphasen für Millionen von Menschen eine einzige Katastrophe ist. Ich denke, dass das Beispiel von Argentinien auch ganz gut zeigt, dass diesem System mit solchen Geldpfuschereien überhaupt nicht beizukommen ist. Dieses Tauschring-Kreditosystem in Argentinien als Massenphänomen hat die Theorie von Gesell im Großversuch widerlegt und hat zugleich aber auch nochmal einen Hinweis darauf gegeben, in welche Richtung es gehen müsste, wenn man tatsächlich grundlegende gesellschaftliche Veränderungen haben möchte. Etwas, was in Argentinien ja auch gemacht worden ist, aber halt nur in einem beschränkten Ausmaß, nämlich wenn man tatsächlich irgendwas verändern will, dann muss man die Verfügung über die Produktionsmittel bekommen, sprich die Argentinier statt jetzt auf irgendwelchen Tauschmärkten mit Haare schneiden oder selbstgemixten Kräutertees zu agieren, was als Methode, um unmittelbar zu überleben, ja durchaus legitim ist, aber politisch gesehen ist es sinnvoller, auf andere Aktivitäten zu fokussieren, das heißt Fabriken, Büros und Land zu besetzen, kollektiv zu bewirtschaften und zu versuchen, dazu auch die entsprechenden übergreifenden Strukturen aufzubauen. So, damit dann am Ende vielleicht irgendwann aus Vereinigungen von Maulwürfen wirklich die Assoziation freier Menschen hervorgeht. Jetzt danke ich euch für die Aufmerksamkeit, machen wir eine kurze Pause und dann steigen wir in die Diskussion ein.